Jo, hallo liebe Freunde, ich bin frisch zurück aus Syrien. Wir haben viele Eindrücke bekommen, wir haben viele Informationen bekommen. Wir sind dort mit offenen Armen empfangen worden und wir werden jetzt hier an dieser Stelle auch demnächst viele, viele Infos geben. Und hier jetzt an dieser Stelle wollen wir uns doch mal erstmal mit dem Thema Syrien beschäftigen. Und da gehen wir einfach mal gleich an die Karte, um zu gucken, was ist eigentlich in Syrien in Sachen Sicherheit los. Hier haben wir vor uns die Karte Syriens. Wir sehen im Prinzip die Umrisse Syriens und haben hier eine Frontlinie eingezeichnet. Hier ist Krieg. Hier im Nordwesten des Landes, türkische Truppen sind hier eingedrungen, völkerrechtswidrig, und hier sind versprengte Terrororganisationen, noch der Islamische Staat. Hier drüben haben wir vereinzelt noch Terrorgruppen im Land. Wir haben vereinzelt Kämpfe auch mit der syrischen Armee. Das ist auch hier unten der Fall. Vielleicht sehen Sie diesen Kreis hier. Und das sind aber die einzelnen Gebiete, die hier noch im Rest des Landes nicht friedlich sind. Ansonsten, vor allen Dingen, wenn man mal Syrien so teilen möchte, ist hier Frieden. Hier, dieses Gebiet ist befriedet. Und in diesem Gebiet leben 90% der Bevölkerung. Das heißt, wenn wir vor der Frage stehen zu sagen, ist Syrien sicher oder nicht, dann können wir durchaus sagen, Syrien ist in diesen Gebieten, auf die es ankommt, sicher. Und klar ist auch, da ist die syrische Armee oder Vertreter der syrischen Armee sind da völlig sicher, dass sie hier Idlib auch noch befreien werden. Und ja, die Gefechte dauern an. Wir haben hier in diesem Gebiet noch versprengte türkische Einheiten. Und mit der syrischen Armee zusammen sind also noch kurdische Kräfte verbunden, und die ebenfalls gegen den IS vorgegangen sind und das auch weiter tun. Das heißt, wenn wir nach der Frage gehen, können Migranten wieder zurück nach Syrien, kann man das durchaus vom Standpunkt der Sicherheit bejahen. Was anderes ist es, dass sie im Moment noch keine gesicherte Zukunft in dem Land haben, wirtschaftlicher Hinsicht. Da müssen erst die Sanktionen weg. Nochmal zur Rolle der USA. Hier sehen wir Kreis, dort sind Kräfte der USA, hier sind Kräfte der USA. Wir haben hier oben auch Kräfte der USA. Und warum sind die da? Da sind die Ölquellen. Sie beuten diese Ölquellen aus und haben sich dort festgesetzt und spielen eine zwielichtige Rolle. Sie haben in der Vergangenheit viel zu wenig gegen den IS-Terror getan, denn das waren die Russen. Als Damaskus von drei Seiten eingekreist war, haben die Russen gesagt, jetzt greifen wir ein und helfen Syrien. Das haben sie getan, und seitdem ist der IS und sind die Terrorgruppen auf dem Rückmarsch und haben sich jetzt hier zurückgezogen und verschanzt. Und das sind noch die letzten Gebiete, die nicht frei sind. Aber insgesamt, das ist so die Situation, wie sie sich grob gesprochen darstellt. Das ist jetzt hier der erste Teil des Reiseberichts. Demnächst folgen die weiteren Teile. Man könnte es durchaus als ein ganz kleines Tagebuch nennen. Unter anderem auch aus dem Nachtleben von Damaskus. Und lasst euch da überraschen. Hello.